Haben Sie schon mal was vom Matthäus-Effekt gehört? Nein, der hat also nichts mit dem Lothar Matthäus zu tun, aber vielleicht haben Sie ja schon mal die Sprüche gehört, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen oder es regnet da, wo es eh schon nass ist oder auch die Reichen werden immer reicher. Also der Matthäus-Effekt ist eine These aus der Soziologie über Erfolge und wie man Erfolge multipliziert. Spannendes Thema, oder? Weil wer will nicht Erfolge multiplizieren? Die Bezeichnung Matthäus-Effekt, die kommt übrigens aus dem religiösen Kontext, aus dem Matthäus-Evangelium, wo es heißt, denn wer da hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, dem wird genommen werden, was er hat. So, welche praktische Nutzanwendung hat das Ding aber jetzt für uns oder für Sie? Zunächst einmal, wenn Sie in den sozialen Medien tätig sind, engagiert sind, sollten Sie wissen, dass der Matthäus-Effekt sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass bekannte Autoren noch häufiger zitiert werden als andere Autoren und dadurch ein sich selbst verstärkender Effekt eintritt. Das heißt, der ohnehin dann bekanntere Autor, der wird durch die häufigen Zitate noch bekannter. Fazit: regelmäßiges Posten und eine Wiedererkennung in Form eines Logos oder eines Fotos des Autoren hilft Ihnen, den Penetrationseffekt zu maximieren und sich oder Ihre Marke oder Ihre Firma gut und nachhaltig zu positionieren. Es gibt aber noch andere Beispiele, zum Beispiel aus der Lerntheorie. Ja, man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel leistungsstarke Schüler mehr Wissensgewinn erzielen als leistungsschwache Schüler. Und Schüler, die aus bildungsnahen Familien kommen, mehr profitieren vom Wissensgewinn als von bildungsfernen Familien. Was soll uns das nun sagen? Das soll nun sagen, dass man ganz einfach immer seine Komfortzonen durchbrechen muss. Man muss versuchen, die zu durchbrechen, denn sonst verstärkt sich eigentlich immer das, was man schon hat. Und das, was man gerne erreichen will, das verschwindet immer mehr in weiter Ferne. Ja? Auch das Prinzip des lebenslangen Lernens ist damit gut beschrieben. Wenn ich viel Wissen anhäufe, dann fällt mir die weitere Wissensanhäufung noch leichter, weil mir die Grundvoraussetzungen dazu gegeben sind, weitere Informationen gut zu verarbeiten und weil ich im Habitus des Lernens und des Informationsverarbeitens drin bin. Das Gleiche drückt sich wirtschaftlich aus in dem Spruch, die Reichen werden reicher. Ist ganz klar, wenn Sie eine Million auf dem Konto haben, können Sie eine Million anlegen und dadurch natürlich attraktivere Zinsen gewinnen, weil 5% von einer Million sind mehr als 5% von 100 Euro, wenn Sie nur 100 haben. Für die Public Relation im Unternehmen bedeutet das, Erfolge feiern, ja. Feiern Sie Erfolge. Wenn Sie Erfolge beziehungsweise Gutes getan haben, sprechen Sie drüber. Denn dadurch wird Ihrem Unternehmen Aufmerksamkeit zuteil. Diese Aufmerksamkeit führt dazu, dass man Sie stärker beachtet als den Wettbewerb. Stärkere Beachtung führt zu stärkerer Kundenbindung, zu Gewinnen neuer Kunden und dadurch zur Verstärkung des ohnehin bereits erfolgten Erfolges und Umsatzes, und damit haben Sie den Matthäus-Effekt für sich total gut genutzt. Ich bin übrigens Uwe Rembohr, Interims Executive, und Sie bleiben so richtig gut.